Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Pocket Monster Emerald Version Randomized. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Das Rätselhaus. Und damit machen wir auch diesmal weiter. Ich bin froh, dass es nur so eine kleine ist. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo der Typ ist. Das war das letzte Mal, glaube ich. Jetzt muss ich auch noch suchen, ey, wirklich. Der war doch, glaube ich, auch mal am Fenster, so. Auf jeden Fall, ich bin heute so ein bisschen im Arsch. Weil Wochenende war Japan-Tag. Ja, das ist jetzt das Video, was ich für den Dienstag mache. Heute ist Montagabend. Ich fühle immer noch den kompletten Muskelkater. Und ja, aber ich möchte euch natürlich nicht im Weg stehen irgendwie. Und ich brauche Stärke. Aber hat eins meiner Pokémon schon Stärke? Ich glaube schon. Card Rocks Mesh Trench. Das hat es doch. Gut. Auf jeden Fall, ich wollte da euch nicht enttäuschen und sagen, hey, ich habe zwar gesagt, es kommt nur einen Tag kein Video, aber jetzt kommen doch zwei Tage keine Videos. Nee, das wollte ich nicht und deswegen habe ich jetzt schon verkackt. Ich will dieses Item haben. Okay, machen wir das nochmal. Das Ganze nochmal. Alles zum Anfang! So kann ich nicht arbeiten. Ja, ich möchte da reingehen. So. So kann man doch nicht arbeiten. Immer diese Felsen, die sich verrücken. Ach, schlimm. Ja, ich möchte stärker einsetzen. So, jetzt nochmal. Diesmal nicht geistig behindert sein. Ja, es hat geklappt. Okay. Auf jeden Fall, ja, Japan-Tag war ein wunderschöner Tag. Die Tage sollte auch ein Vlog rauskommen auf meinem anderen Kanal. Ja, mal gucken. Wann ich dann zum Schneiden komme und wann ich generell erstmal die ganzen Sachen bekomme. Das ist es auch. Und ich merke gerade, dieses Vieh hat einfach mal fast keine PP für irgendwas mehr. Och, komm, Tias. Das letzte Mal warst du so toll. Du kannst jetzt auch hier nicht so schon so schwächeln. Das geht doch nicht. Ah, so kennen wir dich, ja. Zack, die Bohne. Ja, so, genau so. Nicht anders. Och, und Haub, ja. Oh, dieses wunderschöne Dratini, was ich bekommen habe. Und was haben wir? Und wir bekommen einen Magneten. Donnerattacken werden verstärkt. Das sollte für Dragoran ja nichts Schlechtes sein. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal dies hier. Ich habe eine Scroll gefunden. Yay. Eine Scroll of A-Protect ist es heute. Ja, es ist heute eine Scroll of A-Protect. Wie soll ich an den Trainer rankommen? Ah, ich weiß wie. Thomas Chloe Schlui. Ah, Schlaui, Klugi. So rum. Hm. Ich fail sogar schon dabei, dumm zu sein. Macht es mich jetzt intelligent beim Failen, dumm zu sein, oder macht mich jetzt noch dümmer? Hm. Auf jeden Fall wird Knurke das, glaube ich, nicht überleben. Doch. Tias, ja, hier. Warum habe ich nur an dir gezweifelt? Du bist hier der stärkste Mann von ever, Alter. Aber wir tauschen trotzdem mal aus. Und das Ganze wird jetzt einfach mal unser Gott machen. Los, komm zurück, Gott. Gott, du schaffst es. Ah nein, fuck! Warum setze ich Gott... Oh nein, ich bin so dumm. Warum mache ich so einen dummen Fehler? Sagt's mir. Das kommt davon, dass ich einfach mal gerade mega im Arsch bin. Ich bin so mega kaputt und mache schon Fehler. Oh. Das erinnert mich gerade irgendwie an so eine Szene aus Netz ultimativer Schulwahnsinn. Es ist eine etwas, sag ich mal, unbekanntere Sendung heutzutage. Vor ein paar Jahren noch relativ bekannt auf Nickelodeon. Es werden viele, die, sag ich mal, über 15 sind, ist glaube ich noch kennen. Auf jeden Fall gibt es diese eine super tolle Szene, wo die Lehrer einfach mal einen eigenen Musikclub haben und dann einfach die singen: Wir sind Lehrer! Wir sind Lehrer! Wir machen keine Fehler! Was? Ich habe so gefeiert an der Stelle. Generell, die Serie fand ich nicht schlecht. Kam nie an Drake und Josh ran. Und jetzt kommt meine gewagte Aussage: Auch iCarly kam nie und Drake und Josh dran. Aber es war schon gut, also, ich möchte Live-Hitch verlieren. Ja, also nett, ich sag mal, nett war schlechter als iCarly, aber iCarly war auch schlechter als Drake und Josh, weil Drake und Josh habe ich einfach gefeiert wie Sau.
Aikali ist bombengeil, aber Drake und Josh habe ich so mega gefeiert. Ich war so traurig, als es abgesetzt wurde. Aber naja. Dinge kommen und Dinge gehen. Ja, okay. Jetzt darf ich das hier nicht failern. So. Chloe! Und wieder mit. Warum jeder mit diesem Scheißvieh? Warum jeder gottverdammte Typ mit diesem Scheißvieh? Mögen die das irgendwie? Ich meine, mexikanische Enten, Palmen, irgendwas? Ganz ehrlich? Zack! Wow, Damage. Was war nicht stärker? Ich glaube, Flügelschlag war immer noch stärker. Aber das hat dafür mehrere Typen im Doppelkampf getroffen. Das fand ich nämlich immer cool. Oder war es echt schon stärker? Ich muss mal gucken, welches von den beiden gerade stärker ist. Ich habe gerade eben geredet und habe nicht aufgepasst. Ja, Level 18, Baby! Hope ist Level 18. Noch 12 verdammte Level. Ja, es sind wirklich noch 12 Level. Ich habe da nicht dran rumgemoddet. Wie selten kommt das in letzter Zeit vor? So, ich möchte dich angucken. Ja, und jetzt möchte ich mir noch... So, so. 55 zu 60, sag ich doch. Dafür... oh, High Critical Ratio. Oh, also kann viel critten, das heißt, ist mega gut. Aber kann dafür auch mal daneben gehen. Trifft dafür aber beide auch im Doppelkampf. Also, heutzutage ist es so. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war. Naja. Wir haben diesen Raum gelöst. Wieder in unseren klassischen 7 Minuten. Ja, wir brauchen irgendwie immer 7 Minuten. Das habe ich schon das letzte Mal gesagt. Ja, ich bin sharp. Und was bekomme ich jetzt? Fine, you have earned this reward. Smokeball. Das heißt, ich kann mich jetzt immer weg... Ja, face. Ja, ich kann jetzt immer fliehen, wann ich will, wenn ich das mit Pokémon ausgerüstet hat. Soweit ich weiß. Zelda Lane. Und jetzt... War es, glaube ich, schon... War das jetzt das vierte oder fünfte Mal? Ich weiß es nicht. Aber viel Rätsellos gibt es, glaube ich, nicht mehr. Soweit ich weiß. Oh nein! For the next time I use this trick and will shame and those rules and... If I may say so, it's brilliantly difficult, even more. Okay, Ah, okay, das heißt, wir können jetzt, ich weiß nicht mal, wir müssen jetzt erst einfach wirklich mal ein bisschen weiter spielen. So, was steht denn jetzt noch alles an? Ich würde gerne jetzt erstmal die Route, abklappern, die über, Laubwechselfeld ist, also auch über Rosalia City, genau, die würde ich jetzt noch gerne abklappern. Dafür muss ich auf meinem Rad sein. Und hier sind nicht so starke Pokémon. Ich guck mal, welche Attacken es schon hat. Und dann sollten wir mit Twister und Warps natürlich wirklich nicht die besten. Komm, Gott. Wir gehen nochmal kurz ins Pokémon Center. Dann nehmen wir die Route hier weg und... Dann sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Dann sind wir Malvenfroh. Dann können wir eigentlich auch gleich erstmal neu Malvenfroh anfangen. Neu-Malvenfroh ist super! Ja, Neu-Malvenfroh ist toll. Mal sehen, was mich diesmal statt dem Donnerstein erwartet. Vielleicht ein Donnerstein? Diese Stadt hat auch super, einen super, 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 super geilen Soundtrack. So... Ich kämpfe nicht gegen jeden. Aber gegen dich kämpfe ich, weil ich habe gerade nicht aufgepasst. Ja, na, ich weiß nicht. Jeden Trainer. Es bringt einfach nichts, mal diese Trainer hier mitzunehmen. Die haben Level 7 Pokémon oder sowas. Oder Level. Okay, Level 16. Macht aber. Okay, Level 16 macht natürlich wieder ein bisschen was aus. Besonders wenn die damit sowas kommen. Bodenpflanze sollte Normalschaden machen, sollte aber auch reichen. So.
Ach, können die Route eigentlich wirklich... Oh nein. Und ich überleg's mir doch nochmal. Okay, wir machen die Route trotzdem. Wir machen die Route. Wir machen hier einfach die Route. Und... Ja, wie oft willst du noch, Riddle? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich bin schneller als wie du. Haha. Hab dich überholt. Ha. Aber wahrscheinlich hat sie auch nur ein Kunstrad. Mal sehen, was es so gibt, wenn ich diesen hier alles besiege. Ja. Ich finde das auch wieder cool, man sieht auch gleich wieder diese Schema, was Pokémon hat. Hat der Trainer nur ein Pokémon? Also umso mehr Pokémon der Trainer hat, umso niedriger ist das Level der einzelnen Pokémon. Die haben jetzt zum Beispiel alle Level 14, dafür sind es 3 Stück. Eben, der hatte nur ein Pokémon, dafür war es Level 16. Und so baut Pokémon eigentlich jedes Spiel auf und das ist eigentlich auch richtig cool. Also er hat jetzt einen Bummels gehabt und... Oh, das ist sogar nur Level 6. Ein Bummels hatte er jetzt und einen Mund hier. Das ist ja cool. Wo war das Letarking? Na. Naja, allein 2 Pokémon aus einer Entwicklungsdings zu bekommen, ist schon ziemlich geil. So, okay, dich betteln wir auch noch, Alter. Ha! Ach, mal sehen. Jetzt müssten die müssten auch. Oh, ja, das sieht man nur Level 6. Ey, 6, das würde sogar Dratini schaffen, Alter. Hier, eine Watergum. Mehr brauche ich nicht für dich, du Mistvieh. Nein, ich habe nicht Misty gesagt, ich habe Mistvieh gesagt. Und nein, ich meine auch nicht Mistvieh aus der Pokémon, aber mit Tieren-Parodie. Ich meine wirklich Mistvieh. Oh, ja, vielleicht machst du diese Attacke. Jetzt hat sie fand es so toll, dass es sie umgehauen hat. Und Shuckle, das müsste eigentlich, ja genau, Potrott sein. Shuckle fand ich immer cool. Ich meine, es gibt Leute, die trinken aus seinem scheiß Panzerzeugs. Und es gilt ja als Medizin. Ja. Man kann irgendwelchen Leuten alles als Naturheilskräuterzeugs oder sonst was anbieten. In einem Anime gibt es ja wirklich Leute, die haben dem Vieh Sachen da reingeschüttet, dass es da drin irgendwie reift und haben dann daraus Medizin gewonnen oder so, wie das war. Das fand ich so richtig krank damals. Der wollte, der will, oh, wollen die alle nicht? Doch, die wollen doch alle hier, der will doch hier. Und wie sie will, hier, obwohl ich gerade genauso starr stand wie eben auch, aber jetzt will sie, aber nicht eben, jetzt will sie! Ein Meditalis. Meditalis! Auch ein extrem schönes Pokémon. Oh, Detect, jo. Es weiß, was gleich passiert. Aber leider hat es eine extrem beschissene Erfolgsrate, wenn es 2 miteinander kommt, genau wie Schutzschild. Und es überlebt einfach nicht den gekritteten Biss von diesem übelsten Gott. Gott, stop it, you God. Gott, du bist pervers. Gott, du bist richtig krass pervers. Aber so sind wir Männer nun mal. Alle pervers, alle dreckig im Kopf. Und hallo Mia, wieder Grüße an dich, Mia. Auch wenn du wahrscheinlich nicht mal die ersten Grüße empfangen hast. So, ich stehe jetzt voll im Weg. Unsere Pokémon-Fahrräder... treffen sich sogar schon voll. Fusionieren so Goku-Style und Vegeta-Style. Yamma! Das möchte ich wegsurfen. Surf! Es sind auch nur noch 10 Level, dann hat sich unser Gott endlich in das ultimative Pokémon entwickelt. Und da hat jemand sich die Mühe gemacht und einen Safcon trainiert. Ja, hat sich immer die Mühe gemacht und einen Safcon trainiert. So. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So. Man könnte jetzt einfach so an so einem Turnier mitmachen, dass man relativ schnell und ohne Anecken da runterkommt. Aber nee, das brauchen wir nicht.
So, unsere nächste Aufgabe ist, bevor wir hier rechts rüber surfen, erstmal mit unserem alten Kumpel labern. Hier, Watson, ja, ja, mein Malven Fro City, Generator, Generator ist scheiße, Generator, hier Key, Basement Key erhalten. Ja, ja, mach da irgendwas, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin ein alter Sack, wer bist du eigentlich? Ja, genau so ist er. Genau das wollte er mir mitteilen, ja. Dann wollen wir mal sehen, was uns so ein neuer Malven Fro erwartet. Der neue Malven Fro hat wieder eine... Eier! Ja, das ist logisch. Also jeder weiß, dass Rihorn schwimmen kann. Also das ist doch wohl klar wie eine Kloßbrühe. Und Kloßbrühe ist eigentlich nicht klar. Und Basement Key. Und bam. Und yay, I'm happy. Und hier gibt es Mauzi. Das finde ich cool, weil das passt irgendwie doch noch hier rein. Aber Mauzi ist jetzt nicht so episches. Oh. Und Zigeuner hat man in diesem Spiel auch so hart, wenn Zahltag eingesetzt wurde? Na, man Zigeuner nicht so hart. Es gab, glaube ich, irgendwie in der ersten Generation, wo man da irgendwie Mauzi Zahltag eingesetzt hat öfters. Oder so, dann hat man das Geld am Ende aufgehoben. Also, man hat richtig krass Zigeunert. Ich glaube, den musste ich ignorieren. Nee, den musste ich doch nicht ignorieren. Warum ignoriere ich Sachen, die ich nicht ignorieren sollte? Und ein Funpie. Funpie ist natürlich auch mega cool. Ich finde es mega süß. Und Donphan, also damals als Kind war ich echt doof. Ich habe mich in der zweiten Generation habe ich von einem Kumpel einen Donphan geschenkt bekommen. Einfach so für einen Raupi oder... Na, war es Raupi? Doch, ich glaube, war es sogar ein Raupi. Weil ich damals bei meinem allerersten Playthrough einen Tag wirklich daran saß und Jens nicht kaputt bekommen habe. So, ja, was sich natürlich herausstellt, dieses Ding hat nur normale Attacken auf Level 30 besessen, hat mir also so viel geholfen wie, naja, sag ich mal, 30 Tage alter Joghurt. Und 30 Tage alter Joghurt hilft nicht. Und Level 20, Alter, noch 10 Level! Oh, das ist auch wieder so ein schöner Soundtrack. Und das da vorne ist ein Voltoball. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube, das ist sogar gescriptet, dass es ein Voltoball ist. Ah, vielleicht können wir das auch austauschen. Komm, wir rennen einfach mal weg, weil wir voll die Wreck-Rider sind. Oh, so, nee. Ah, wie geil. Nen fucking Metallpanzer. Das ist jetzt aber ein Elektroball oder Voltoball oder irgendwas Gerendemeistes. Und es ist ein geskriptetes Voltoball. Und Voltoball ist einfach mal mega fett und kriegt jetzt mega auf die Fresse. Ein Funkensprung. Der mich paralysiert. Ist natürlich klar beim ersten Mal. Und jetzt könnt ihr natürlich sofort nicht bewegen. Und Kreideschrei, was meine Verteidigung ziemlich am Arsch macht. Aber wir wollen es ja one-hitten, also haben wir gar kein Problem damit. Was wir aber nicht tun. Ja. Okay, spätestens jetzt wird ein Funkensprung ziemlich behindert werden. Ah ne, ist ja nicht vierte Generation. Funkensprung ist ja noch... Was? Funkensprung ist ab der vierten Generation, glaube ich, physisch. Physisch hat uns das jetzt ganz schön den Chaos gemacht. So, jetzt erstmal irgendwas Antiparalyse-mäßiges. Ah, Metallmantel. Antiparalyse-Zeug. Oh, erstmal Superpotion. Och, ja, erstmal auf Drogen. Und jetzt brauchen wir noch, einen Lava-Keks. Das sollte doch was Schönes sein. Ja.
So, und... Ja. Ich sehe gerade, genau 20 Minuten. Den Kampf machen wir noch. Weil mitten im Kampf ich schon scheiße absprechen, ja. Ach, ist ja auch nicht wild, dieser Kampf. Und dieses dirty-minded, Gott-Larven-ähnliches Vieh. Na, egal. Ich würde sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Emerald Version Randomized. Tschüss.